Egon Friedell, die österreichische Seele, die Geschichte eines Zeitungsfeuilletons. Die Frankfurter Zeitung hat in ihrer Weihnachtsnummer den interessanten Versuch unternommen, Wesen und Eigenart einer Reihe von Ländern und Völkern, nicht von Kultur- oder Sozialpolitikern, sondern von repräsentativen Schriftstellern schildern zu lassen. Für Österreich war Herr Egon Friedell zur Mitarbeit aufgefordert worden. Herrn Dr. Egon Friedell zu Wien. Wir wären sehr erfreut, wenn Sie sich an unserer Weihnachtsumfrage, über deren Thema Sie aus der Beilage das Nähere ersehen können, beteiligen wollten. Wir sind überzeugt, dass Ihr Beitrag eine Perle werden wird. Gewiss werden Sie das Bedürfnis fühlen, sich über den Gegenstand möglichst umfassend und eingehend zu äußern. Trotzdem möchten wir Sie bitten, Ihre Darstellung mit Rücksicht auf die zahlreichen anderen Zusendungen möglichst zu komprimieren. Hochachtungsvoll, Redaktion der Frankfurter Zeitung. Sehr geehrter Herr Friedell, wir erhielten ein Couplet, in der Welt geht's drüber drunter, aber Österreich geht nicht unter, aus der Feder des Salonhumoristen Eugen Friedel, dem die Post irrtümlicherweise die Einladung zugestellt hat. Wir schicken Ihnen anbei einen Durchschlag unseres Briefs und erwarten Ihr Manuskript in spätestens 8 Wochen, das ist bis zum 15. Dezember, Ihre Frankfurter Zeitung. Herren Schriftsteller, Hans Sassmann, Wien. Lieber Freund, es wird dich gewiss freuen zu hören, dass mich die Frankfurter Zeitung zu einem Weihnachtsbeitrag aufgefordert hat. Noch selten hat mich eine Arbeit so interessiert wie diese. Endlich erinnert man sich an das Land Walters von der Vogelweide. Das Ausland braucht uns halt doch. Und Österreich wird ihm zeigen, was es kann. Der Beitrag muss eine Perle werden. Du wirst daher einsehen, wie wichtig es ist, dass du dich sofort an die Arbeit machst. Aber bitte nicht zu kurz, sonst heißt es gleich wieder, dass wir nur Plaudereien schreiben. Ich erwarte dein Manuskript in spätestens 8 Tagen. Dein Egon Friedell. P.S. Gib Acht, dass nichts vorkommt, was bei Bahr und Hoffmannsthal Anstoß erregen könnte. Das ist das Wichtigste. Lieber Friedell, ich bin sehr erfreut und geschmeichelt, dass du an mich gedacht hast. Auch mich hat noch selbst eine Arbeit so interessiert wie diese. Nur kannst du nicht verlangen, dass ich dir meine wichtigsten Überzeugungen zum Opfer bringe. Warum bitte soll man Bahr und Hoffmannsthal nicht giften? Gerade bei der Behandlung eines so ernsten Gegenstandes, wo noch dazu die ganze Welt auf uns blickt, dürfen keine persönlichen Rücksichten mitsprechen. Das wäre österreichisch. Das Manuskript erhältst du binnen 3 Tagen. Um welches Thema handelt es sich denn überhaupt? Dein Hans Sassmann. Lieber Sassmann, ich habe es kommen sehen, dass ich, so wie ich mich mit dir einlasse, sofort Scherereien haben werde. Ich habe natürlich keine Zeit gehabt, den Brief so genau zu studieren, weil ich rasch ins Theater musste, um ihn dort herumzuzeigen, und kann ihn jetzt absolut nicht mehr finden. Möglicherweise habe ich ihn im Café Prochaska auf dem Stammtisch liegen lassen. Im Café Grillhuber habe ich ihn bestimmt noch gehabt. Es kann auch sein, dass mir ihn in der City Bar jemand gestohlen hat, um sich damit batzig zu machen. Ich ermächtige dich jedoch, bei der Frankfurter Zeitung anzufragen, worum es sich handelt. Dein Friedell. Lieber Friedell, ich tue doch gewiss alles, was nur Menschen möglich ist, aber das kannst du doch nicht von mir verlangen. Ich kann doch nicht an eine Zeitung schreiben, von der ich kein einziges Redaktionsmitglied persönlich kenne. Und ich weiß auch gar nicht, wie man eine solche reichsdeutsche Redaktion überhaupt anredet. Zumindest müsstest du mir also das Konzept des Briefs aufsetzen, dein Sassmann. PS, gestern im Schriftstellerclub sind alle zersprungen, weil du mich und keinen von ihnen aufgefordert hast. Lieber Sassmann,
Zuerst hast du die Sache mit Begeisterung übernommen und jetzt soll ich alles für dich machen, große Reden führen und dann nichts leisten. Das ist echt österreichisch. Dein Friedel. Lieber Sassmann, habe soeben vom Zahlkellner im Café Demimonde erfahren, dass es sich um einen Artikel über Österreich handelt. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Dein Friedel. Lieber Friedel, über Österreich zu schreiben ist schwer. Was wird das Ausland sagen? Sassmann. Hochverehrter Meister, sehr geschätzter Herr Sassmann. In meinem Restaurant habe ich erfahren, dass Sie der Hauptmitarbeiter der Frankfurter Zeitung sind. Schon lange war es mein Wunsch, an diesem hervorragenden Organ ebenfalls mitarbeiten zu dürfen. Es wird Ihnen bestimmt ein leichtes sein, durch Ihre Beziehungen dies zu vermitteln. Ich habe mich zwar bis jetzt noch nicht schriftstellerisch versucht, bin aber ein langjähriger persönlicher Bekannter von Franz Werfel. Sollte Ihnen eine mündliche Aussprache angenehm sein, so finden Sie mich täglich von 10 bis 1 und 3 bis 6 im Café Pyramide. In aufrichtiger Bewunderung, Franz Zehetbauer, städtischer Marktkommissär. Sehr geehrter Herr Friedel, wir vermissen Ihren Beitrag. Wir rechnen umso gewisser auf sofortige Einsendung Ihres Manuskripts, als es uns so kurz vor Weihnachten nicht mehr möglich wäre, für einen Ersatz zu sorgen, ergebenst Ihre Frankfurter Zeitung. Lieber Sassmann, Weihnachten steht vor der Tür und du hast mir noch immer nicht die englische Seife für Lina besorgt. Echt österreichisch, dein Friedel. Lieber Sassmann, zu meiner Bestürzung erfahre ich im Café Eden, dass du den Beitrag für die Frankfurter Zeitung richtig verschlampt hast. Damit hast du mir ungemein geschadet, denn das hätte für mich der Anfang einer dauernden Mitarbeit werden können. Und außerdem werden sie jetzt mich bei der nächsten Rundfrage möglicherweise übergehen. Ganz abgesehen vom Prestige beim Ausland, das alles verdanke ich dir, Friedel. Lieber Friedel, ich weiß nicht, was du noch haben willst. Erst vorige Woche war ich in drei Gesellschaften, die bisher noch nie das Geringste von dir gehört hatten und sich jetzt um mich gerissen haben, bloß weil ich mit dir bekannt bin. Überall werde ich vorgestellt als der Freund des berühmten Friedel, der die Frankfurter Zeitung hat aufsitzen lassen. Du bist die populärste Persönlichkeit von ganz Wien und das verdankst du mir. Du siehst also, dass ich doch nicht so unzuverlässig bin, wie du immer behauptest. Dein Sassmann. Lieber Sassmann, in Österreich wird man eben nur zum großen Mann, wenn man etwas auffällig nicht tut. Kaiser Josef hat unter größtem Aufsehen keine Reformen durchgeführt. Laudon hat unter allgemeiner Aufmerksamkeit Friedrich den Großen nicht besiegt. Und Lueger hat unter ungeheurem Zulauf nichts für Wien geleistet. Für die Frankfurter Zeitung haben schon viele nicht geschrieben, aber keiner ist dadurch der Mittelpunkt Wiens geworden, weil die anderen eben alle kein Talent hatten. Zumindest kein österreichisches Talent. Friedel. Von der Steuerbehörde für den 18. und 19. Bezirk. Herrn Dr. Egon Friedel, Chefredakteur der Frankfurter Zeitung. Aufgrund der amtlichen Erhebungen werden Sie aufgrund Ihrer Lohngenüsse bzw. dauernden Emolumente aus Ihrer Tätigkeit als ausschließlicher Verfasser der periodischen Druckschrift Frankfurter Zeitung für die Jahre 1926 bis 1929 in die Gruppe 1a der allgemeinen Erwerbssteuer respektive
1b der temporären Einkommensteuer eingereiht. Die Höhe der vorauszuzahlenden Nachtragssteuer wird aus der Einkommensstufe für das zweite Semester der unmittelbar dem dazwischenliegenden Jahre des vorhergehenden dritten Halbquartals als zweite Rate der Zuwachsstaffel vorgeschriebenen Katasterumlage jedoch vermehrt um den mit der Steuernovelle vom 3. Jänner 1921 für die nicht in die für unter die Befreiung von der direkten Einkommensmehrertragssteuer fallenden vorgesehenen kommunalen Erwerbszuschläge jedoch abzüglich der bereits für die der Versteuerungsperiode vorausgegangenen letzten drei, soweit sie noch in diese Periode fallen, schuldigen Vermehrungssteuerquoten bis spätestens zum als Stichtag geltenden 1. Dezember 1926 eingezahlten Beträge errechnet.